Neue Folge von Schirmgeflüster. Heute mit einem ganz großartigen Schauspieler. Man kennt ihn aus Filmen wie zum Beispiel Der Mann auf dem Baum. Er hat in sämtlichen Sokos mitgespielt, glaube ich, in allen, die es gibt auf der ganzen Welt. Er hat vor kurzem die kleine Meerjungfrau abgedreht, wo er den Prinzen spielt. Und heute ist er unter meinem Schirm. Ja. Und das ist Philipp Danne. Hallo. Hallo Philipp. Hallo. Na? Ja? Wann warst du gestern im Bett? Gestern? Ja. Gestern, ja, NFL geguckt, das wurde etwas später. Ja. Okay, weil ich kann nämlich auf meinem Handy, kann ich deinen Online-Status, deinen letzten Online-Status kann ich erkennen. Das ist so gemein. Und da steht total oft, steht da so Sachen wie Philipp zuletzt online, 5.11 Uhr oder auch 5.26 Uhr, manchmal auch 6.30 Uhr. Ja. Das ist ja nicht so gesund. Ja, es gibt ja diese Menschen, die irgendwie morgens so um 8 Uhr automatisch aufwachen, ohne Wecker. Und bing, und erstmal in die Küche und Kaffee und dann vielleicht Zigarette und dann erstmal Zeitung lesen und so. Und dann gibt es halt die anderen. Ja. Die viel später erst aufwachen, aber natürlich auch, weil unser Beruf das erlaubt. Wir können uns das etwas besser einteilen, so in den Zeiten, wo gedreht wird. Rumlümmeln. Können wir. In den Zeiten, wo gedreht wird, da ist natürlich auch Disziplin angesagt. Da stehe ich auch automatisch und ganz früh auf und so. Und dann ist der letzte Online-Status 5.11 Uhr, bis dann quasi Drehbeginn. Genau. Ja. Diese Menschen, die so früh aufstehen, haben ja dann auch nichts von der Nacht. Die müssen ja dann relativ zeitig auch ins Bett. Mhm. Ich mache halt meistens dann die Nacht zum Tag, bin eher so die Nachträume. Ja, und manchmal versuchst du auch meine Nacht zum Tag zu machen. Genau. Weil das kann nämlich auch passieren, dass du um 12:30 bei mir anrufst und sagst, komm sofort in die Kneipe. Das kann passieren. Ja. Ich liege dann meistens schon in meinem Federkissen. Das ist ja nicht unbedingt ein Hindernis. Aber das Krasse bei dir ist, dass du so begeisterungsfähig bist. Du bist wirklich der begeisterungsfähigste Mensch der Welt oder den ich kenne. Ja. Und dass ich dann tatsächlich nachts um 12:30 den unglaublichen Drang verspüre, mich wieder anzuziehen, rauszugehen, mich aufs Fahrrad zu schwingen und zu Barbarossaplatz in die Kneipe zu fahren. Siehst du? Ja. Und meistens ist es ja auch nur zu deinem Guten. Ja, es ist tatsächlich immer, man kann extrem gut mit ihm feiern, man kann extrem gut mit ihm Schocken spielen. Ein kölsches Würfelspiel, was man in Kneipen spielt, unheimlich viel trinkt dabei. Das müsste viel bekannter sein. Das müsste viel bekannter sein, obwohl du da auch sehr radikal bist bei diesem Spiel. Komme ich gerade wie so ein Alkoholiker rüber, der nichts anderes macht, als nachts in Kneipen rumzuhängen? Das ist mein Ziel. Und dann bis 2 Uhr nachmittags zu pennen oder so? Ja, das ist und wenn du da mal nicht trinkst, dann drehst du halt mal so einen Film, so einen Kinofilm. Und mich so voll der Abgefuckte, der dann so wieder... Ja, so bin ich. Du hast ja total früh angefangen mit 9, stimmt, ne? Das stimmt. Als Kind quasi, kann man sagen. Du bist also in diesen Beruf sozusagen reingewachsen, also keine klassische Ausbildung genossen, sondern bist in diesen Beruf reingewachsen. Und ich habe hier mal ganz toll. Kommt denn jetzt? Darf ich das zeigen? Ich zeig das mal hier. Ich zeig das. Kriegt der Kameramann einen Affen, weil ich zeig die Buse in die 2. Toll. Da war ich allerdings schon 13. Na gut, aber du warst immerhin noch ein Kind. Ja. Weißt du noch, wo das war? Ja. Das ist in Florida, als in Deutschland noch Geld war, Filme zu drehen fürs Fernsehen. Da haben wir für ProSieben einen Fernsehfilm gedreht, der hieß Das Delfinwunder. Da haben wir 5 Wochen in Amerika gedreht und jeden Tag mit Delfinen und dann nochmal 3 Wochen in Köln. Das war toll. Auch mit Delfinen in Köln? Nee. Die haben wir da gelassen. Aber das ist auch der Film, wodurch dein Engagement für diese Dolphin Aid entstanden ist. Ne? Genau. Was machst du da? Da bin ich jetzt schon seit einigen Jahren Botschafter, weil ich einfach finde, dass das eine ganz tolle Stiftung ist. Was machen die denn? Ja, das sage ich dir jetzt. Die muss ja wunderbar sein. Halt für geistig und körperlich behinderte Kinder einsetzt. Ja. Es ist einfach erwiesen, dass diese Delfintherapie unglaublich effektiv ist, um zum Beispiel, sagen wir mal, ein Kind, was völlig abgeschnitten ist von der Außenwelt, was gar keinen Kontakt mehr weder zu seinen Eltern noch zu irgendwelchen anderen Menschen aufnimmt, wieder zurück ins Leben zu holen, ein Stück weit. Die nehmen einfach unfassbar schnell Kontakt zu diesen Delfinen auf und dann natürlich auch wieder von da aus mit der ganzen Welt. Okay. Diese Delfintherapien sind für normale Familien meistens unbezahlbar. Ja. Es ist einfach wahnsinnig teuer, eine ganze Familie darüber zu karren, Hotel und dann natürlich auch das Training und die Therapeuten und alles. Und Dolphin Aid macht das jetzt seit Jahren. Die haben tausenden Kindern geholfen, halt diese Delfintherapie zu ermöglichen. Und ich bin halt als Botschafter unterwegs. Schirmherr. Schirmherr bin ich. Nein, ja, so. Würde passen. Und versuche halt die zu unterstützen, wo ich kann. Ne? Okay. Bei Events und solchen Sachen. Und, okay. Und das machst du jetzt schon lange? Und das mache ich schon lange, genau. Sehr gut. Wir stehen hier im Rhein, am schönen Rhein. Du bist ja, das ist selten, du bist ein
eine echte Kölschin. Eine echte Kölschin. Geburt und alles. Weißt du, wenn ich Kölsch spreche, das ist albern, weil ich das nicht kann. Aber du bist richtig, also so richtig in der Altstadt geboren, ne? Nein, nicht ganz. Also ich bin die ersten Jahre so in so einem, nicht in der Altstadt aufgewachsen, aber die Grundschulzeit haben wir wirklich in der Altstadt geboren. Okay, das geht. Ja. Du bist ein Kind der Altstadt. Ein Kind der also Altstadt. Also richtig in der Musik und richtig Köln. Voll drin. Ja. Und Berlin oder so war nie ein Thema? Ich möchte über Berlin nicht. Ich möchte. Doch, ich möchte. Berlin ist voll in Ordnung. Ich bin ja andauernd da, habe auch ein Dreivierteljahr da gewohnt. Muss allerdings sagen, dass ich mich einfach mit Berlin nicht so 100% anfreunden kann, weil, also ich bin immer wieder froh, da zu sein, jetzt nicht falsch verstehen, aber leben möchte ich da nicht, weil mir die Leute einfach zu ernst sind, zu trocken. Ich finde, in Köln ist alles immer ein bisschen lockerer. So, ne? Ist alles mehr so, lebe und lebe, losse, und in Berlin ist immer so. Liebe Berliner, ändert euch. Kriegen wir Ärger wahrscheinlich. Philipp, das war lustig. Nee, das war's Zeit, schon? Ja, das Schirmgeflüster ist zu Ende geflüstert. Gut. Ich finde es toll, dass du da warst. Das nächste Mal bringst du ein bisschen Sonne. Machen wir sowieso. Weißt du, was wir jetzt noch machen? Weil, das weißt du, das habe ich dir erzählt. Wir unterschreiben, alle dürfen auch diesen Schirm unterschreiben. Du hast noch viel Platz. Du kannst dir also einen schönen Ort aussuchen. Außer die Spitze. Das ist der Stift. Ich mache das jetzt aber groß. Und? Aber nicht so groß. Riesengroß. Nein, so, ja. So? Ja. Am besten deinen Namen. Okay. Krass. Zack. Ja. Es ist auch klar, wer hier der Wichtigste auf dem Schirm ist. Das machen die anderen alle immer noch größer, 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 ja. Größer. Super. So. Sag Tschüss. Tschüss. Tschüss.